Viele Leute haben mich nach 15 Minuten Städten gefragt und ich habe all diese Leute gesehen, die die Vorzüge von 15 Minuten Städten loben und sagen, dass sie großartig sind. Aber es gibt auch Leute, die sehr besorgt darüber sind, was eine 15 Minuten Stadt ist. Und ich weiß, dass wir in unserer heutigen Kultur und Gesellschaft dazu neigen, uns auf Expertenmodelle zu verlassen, bevor wir eine Entscheidung darüber treffen können, ob etwas gut oder schlecht ist. Also, deshalb habe ich beschlossen, ein Expertenmodell zu erstellen, um zu veranschaulichen, was eine 15-Minuten-Stadt ist. Kommen Sie herein, ich zeige Ihnen, wie eine 15-Minuten-Gemeinde aussieht. Ich bin sehr gespannt darauf, Randy, weil du die Dinge immer so schön praktisch aufschlüsselst. Here we go. Und los geht's. Diese Bewohner der 15-Minuten-Gemeinschaft sind nicht eingeschlossen, sondern sie bleiben einfach da. Es steht ihnen frei, zu kommen und zu gehen, aber sie tun es nicht. Lassen Sie uns also einen Schritt hineinmachen. Alles, was Sie in Ihrem Leben brauchen, befindet sich hier in Ihrer 15-Minuten-Gemeinschaft. Ein Wassernapf, eine Futterschale. Sie besitzen nichts, aber sie sind außerordentlich glücklich. Und das merkt man daran, wie viele Eier sie produzieren. Und es ist so wunderbar, weil ich alles nehmen kann, was sie produzieren. Und sie produzieren einfach weiter. Also lassen Sie mich hier reingehen. Und hier ist es. Jeder von ihnen hat sein eigenes Haus. In einer 15-Minuten-Gemeinde gibt es nicht viel Abwechslung bei den Häusern. Sie sind alle ziemlich gleich, aber wir können uns ihre Produktion ansehen und sammeln. Es gibt ein paar. Es gibt ein paar mehr. Und sind nicht klüger als andere. Und sie sind glücklich.